Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play FIFA 17 The Journey. Im letzten Part hatten wir ein Spiel gegen Tottenham. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sonst noch sagen soll. Das ist schlimm. Okay, sieht super aus. Das könnte doch ein wenig rum. Könnt ihr vielleicht diesen Teil vorziehen? Dann könnte Alex früher. Ich will dir jemanden vorstellen. Alex Hunter, Corey Dubois. Corey ist der Brand Director bei dem Dreh. Nett, Sie kennenzulernen, Mr. Dubois. Nein, einfach nur Corey, bitte. Hast du sowas schon mal gemacht, Alex? Ach, nein, niemals. Noch nie? Naja, in der Schule war ich mal in einem Theaterstück dabei, ja. Okay, ist alles super, Alex. Ist alles super. Katie, komm mal hierher. Das ist Alex Hunter. Hi. Hi. Bist du fertig mit Uncle? Ja. Ja? Super. Okay, dann schnapp dir Alex. Bei den Wangen hast du leichte Arbeit, oder? Wie läuft es mit dem Text? Gut, würde ich sagen. First never follows. Falscher Text. Nur Spaß. War nur Spaß. Klingt wirklich super. Hey, wenn du das vor der Kamera so machst, ist das Gold. Alles ja. Klar? Klar. Hast du Uncle schon getroffen? Noch nicht, ja. Die Maria? Uncle? Es Alex Hunter. Hola, amigo, ¿cómo estás? Oh, Mann. Vamos a divertirnos hoy. Das wird wirklich klasse. Große Klasse. Hey, wenn du einen Moment Zeit hast, geh zu meinem Assistenten. Der gibt dir alles, was du brauchst. Alle Adidas-Produkte, die es gibt. Boom, gehört alles dir. Uncle, por favor. Sí. Ich habe falsche Taste gedrückt. Okay, es war wirklich lustig. Ja, wir scheinen ein Problem mit meinem Hotkey-Dings schon wieder mal zu haben. Zack. Zack. So. Machen wir den. Eigenschaften. Ups, falsches Ding. So, ich schalte das jetzt mal kurz für euch live um. Edit Script. Nee. Eigentlich sollte der das nur bei dem Ding machen. Nur bei dem Programm. Nur beim Media Player. Ich weiß nicht, was mit los ist. Okay, schnell mal kurz und. Ich kümmere mich noch mal kurz drum. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt müsste das Skript laufen. Nicht ganz so, wie es eigentlich haben wollen würde. Ich kann es ja nicht so machen, dass er den Play-Pause-Command nur an ein bestimmtes Programm sendet. Also habe ich jetzt sogar eingerichtet, dass er alle anderen Programme, die geöffnet sein könnten auf dem Rechner, die Play-Pause-Funktion haben, automatisch schließt. Und Amazon Music kann er nicht automatisch schließen, zumindest mit dem Programmcode, den ich jetzt gefunden habe, nicht. Also öffnet er da eine Datei im Editor, wo drin steht, schließen. Jetzt werde ich das nachher noch nach dem Part eventuell so modifizieren, dass er den Media Player auch gleich mit öffnet, weil dann muss ich das Ding öffnen und dann, bums, spuckt er das aus und nein. Und dann werde ich das Ding rum mit den FIFA-Aufnahmen oder sowas. Apropos, das könnte ich mal dieses Auto-Hotkey-Dings könnte ich mal auf dem Discord klatschen für euch. Also falls einer von euch sich zufällig damit auskennt, kann er das den Code gerne verbessern. Ja. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal weiter hiermit. Es ist ein einziges Chaos. Dieses Team spielt als einer.
Ja, Klapper. Ecken reinbringen, um Gottes Willen. Ja. Was macht ihr da? Alex soll nicht... Danke. Der soll ihn so schießen, dass er den Volley nehmen kann. Wow. Das war der schlechteste Volley-Schuss aller Zeiten. Der war so schlecht, der war nicht mal Volley. Kein Tor, aber egal, funktioniert. Perfekte Vorlagen. Ja, also. Diese Übung wäre wesentlich leichter, wenn ich wüsste, wo ich hinflanke. Das ist kacke. Lauf dann nicht hinterher, du verschwendest deine Zeit. Danke. Der ist viel zu nah dran. Boah, okay, das war nicht schlecht. Und das war wieder... Der verarbeitet die Input so schlecht. Ja, wer hat den bekommen? Ich habe das dreimal gedrückt, den X-Knopf wieder. Oh, Mann. Hört doch auf, das Ding immer mit dem Kopf spielen zu wollen. Das ist Fußball, nicht Kopfball. Ich kann nicht mehr, Eda. Leute. Tor. Der startet viel zu weit hinten dafür. Los, lauf. Das sollte da nicht hingehen. Ja, ich hab dir den Ball dahin gespielt. Hoffe dich zu beschweren, du Vogel. Alter. Letzter Versuch. Ja. Alter. Diesmal liegt's nicht an mir.
Ich habe so oft X gehämmert. Alter. Das geht nicht besser. Das ist einfach... Ey, was soll ich da besser machen? Ich ziel doch dahin. Was kann ich denn dafür, wenn die KI zu doof ist, dahin zu... Was zum Obst? Warum ist hier... Jetzt. Was zur Hölle? Was war das? Was war das schon wieder? Warum funktioniert die Scheiße nicht so, wie sie soll? Ach ja, ups. Musik. Scheiß Kabel weg damit. Lauf nach vorne, Alex. Junge, wo... Wie kann ich einen Angriff starten, wenn keiner meiner Spieler nach vorne... Hallo? Anspielstation vorne. Keiner? Gut. Jetzt. Oh mein Gott, ist aber was funktioniert. Oh. Ich fühle mich dann mal wie Lack, wenn was funktioniert, so wie es soll. Das ist aber nicht. Ich muss diesen Becher mal runterbringen. Da habe ich irgendwie vor 2 Wochen oder sowas. Ich meine, es ist. Da war Wein drin. Der wird jetzt nicht schlecht werden innerhalb von 2 Wochen, aber. Also zum Teil Wein. Wir haben dort ein spanisches, ich glaube doch spanisch, nicht portugiesisches, Weinmischgetränk getrunken, was wir hier von Bekannten kennen, weil die aus der Gegend stammen und was sehr erfolgreich eingeschlagen ist bei uns. War das schon mir, ey?
Man hat sich jetzt nicht wieder darüber beschwert, dass ich den Ball ja hätte laufen lassen können oder an Spielstationen. Ich will jetzt, dass Alex seinen Hattrick bekommt. Das war einfach. Gemacht. Ja, was macht er gerade? Ich werde jetzt nicht nach vorne rennen, wenn Alex nicht mitkommt. Das ist. Und jetzt kommt er wieder an mit Lass den Ball laufen, ohne dass ich an Spielstationen hatte. GG. Oder vernünftige Anspielstationen nach hinten spielen, während man bei einem Angriff ist. Ist für mich keine vernünftige Anspielstation, by the way. Was ist jetzt passiert? Ich hab nicht. Ich war nicht mehr in der Nähe von der scheiß Starttaste. Nimm weniger Drogenspiel. Alex, laufen. Jetzt kann man den Ball laufen lassen. Was läufst du? Alex kommt nicht mit. Also ich muss wieder Ewigkeiten vor dem Tor stallen. Muss Alex wieder in Kackpositionen anspielen und da passiert wieder so eine Kacke. KI, KI. Du bist so herrlich schlecht. Es ist erstaunlich, wie kacke diese KI nach wie vor ist. Ja, also das ist die FIFA 17 und in FIFA 21 ist die KI zwar besser, aber das ist keine. Also da liegen ja 4 Jahre Entwicklungszeit zwischen. Das ist ja, die KI ist hier fast auf Pokémon-Niveau. Ja, wo, also, und das will schon was heißen, weil. Also die KI ist auch bei Pokémon teilweise. Also die KI hier ist nicht auf Pyro-Gen 1 Niveau. Also schon scheiße, aber nicht ganz so scheiße. Also nicht so scheiße, dass du wirklich nur verlieren kannst, wenn du mit Absicht reinintest. Oder halt total an der Lippe bist, wie bei Pyro in Gen 1. Aber schon hart kacke. Also, das Beispiel fällt mir jetzt nur gerade ein, durch Zufall. Weil ich aktuell Pokémon Omega Rubin spiele und ein Krypok im Team habe. Ja.
Und jetzt habe ich gegen einen Random-Trainer gekämpft. Der hatte einen Mahalo im Team. Und weil ich kein Psycho-Pokémon im Team habe und mein Aerodactyl noch keine Flugattacke beherrscht, habe ich Krypuk eingewechselt. Ja, weil... Der ist halt immun gegen die Angriffe. Was macht der denn? Ja? Setzt, nachdem ich ihn einmal habe ins Leere laufen lassen mit seinem Holo. Setzt er richtigerweise. Ich meine, es war Donnerschlag ein. Richtig? Ich weiß es nicht mehr. So auf jeden Fall irgendeine neutrale Attacke. Ja, also er setzt irgendeine neutrale Attacke ein. Und als er merkt, er mir so, die macht mäßigen Schaden. Wenn meine Hypnose trifft, kann ich ihn mit Traumfresser easy ausschalten. Für die, die sich mit Pokémon nicht auskennen. Ich kann jetzt die Wechselwirkung zu Pokémon schlecht erklären, aber sagen wir es mal so. Krypuk ist immun gegen Rot, oh mein Gott. Ist immun gegen Kampf. Ja, jetzt natürlich hier Alex Hattrick. Wieder mein üblicher. Links außen. Hattrick. Sehr gut. Swansea City Goal, Nummer 29, Alex Hunter. Gute Reflexe. Jetzt weiß ich, woher der Name Tremel mir bekannt vorkommt. Nicht von dem Fußballspieler. Aufseher Tremel aus Star Wars The Old Republic. Ist quasi... Also man kann sich hier entscheiden. Er ist quasi der erste wichtige Charakter, auf den man trifft. Wenn man den Sith-Krieger spielt. Ja. Und du kannst dich dann, Achtung, Spoilerwarnung. Wir haben das nämlich noch nicht gespielt auf dem Kanal. Für die anderen Old Republic Let's Play, also Old Republic ist halt schon seit Ewigkeiten erschienen, ja. Haben trotzdem nicht viele gespielt, ist unglaublich geiles Story-Game, also falls euch der MMORPG-Charakter des Spiels nicht so sehr stört. Ist kostenlos, ladet es euch runter. Ihr habt kostenlos 10 ganze Star Wars Geschichten, die ihr spielen könnt. Einfach klassisches Star Wars ist zwar nicht Teil des offiziellen Kanons, ja, nächster Elfmeter. Ja gut, wenn er Harry Kane jetzt runtergenommen hat, dann kriegt natürlich Alex hier wieder. Er schießt wieder in genau die gleiche Ecke und der Typ springt wieder genau in die falsche Richtung. Bums. Alex Hunter! Ach ja, wir sind ja auswärts. Die werden nicht für uns cheeren. Ja, das Spiel ist Alex Sainz.
James Collins. Substitution for Swansea City coming off the pitch. Number 6, Philip Lee Wynn. Coming onto the pitch. Boom! Vorbereitung von Alex. Auch wenn es nicht ganz steht, weil er abgefälscht wurde, nochmal zwischendrin. Er abgeprallt ist bei einem Mitspieler, aber wurscht. Das ist Alex sein Spiel, ey. Und ich hatte recht, dass ich mit Alex da außen so rumtänzeln sollte. Wäre ein safes Tor gewesen. Belastend für den armen Jungen. Pass auf, wenn wir jetzt noch einen dritten Elfmeter bekommen und Alex den auch reinmachen. Mein Gott, reinmacht. Kann ich den Titel schreiben? Alex, der Elfmeter-Hattrick-Mann oder sowas. Passt doch zu dem, der vorne steht. Das wäre sogar ein Pass nach hinten gewesen. Das wäre nicht mal abseits gewesen. Ich wollte den Ball laufen lassen. Ich habe auf Abgeben gedrückt. Literally die Sekunde, wo mir der Ball abgenommen wurde. Und wenn ich die Musik höre, kriege ich schon wieder direkt Lust, Anno zu spielen. Bra. Substitution for West Ham United, coming off the pitch, number 9, Andy Carroll. Coming onto the pitch, number 15, Diafra Sakho. Macht. Deswegen kommt der Typ mir bekannt vor. Ey, deswegen auf sehr Tremel. Junge, wie geil, ey. Ja, auf sehr Tremel, sehr wichtig. Wichtig für den Seth Krieger am Anfang. Ausschlaggebend. Ja, es war abseits. War es jetzt abseits? Was? Nein? Die kriegen... Ach, Mann, halt's Maul, Alter. Fünftes Tor! Jim hat das Debütsaison Dominanz übertroffen. 21 Tore. Alter, 21 Tore in der Debütsaison als Flügelstürmer ist schon echt krass. Also jetzt mal abgesehen davon, dass das FIFAs und die Werte komplett Bananen sind. Die man selbst erspielt, ja. Absolut nicht zu vergleichen. Ja, weil es halt... Du hast ja die individuellen Fähigkeiten der Spieler, aber, also physische, aber geistige Fähigkeiten sind halt alles deine, deswegen sind die Werte halt super schlecht zu vergleichen und auch die Gegner, gegen die du spielst. Warum rennt Alex nicht nach vorne? Damit kann man den Shit super schlecht vergleichen. Besonders bei den unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.
The fourth official has indicated there will be a minimum of 4 minutes on its own. Dieses Spiel war Alex sein Masterpiece. Ich vermute, Alex wird nie wieder in irgendeinem Spiel besser sein. 5 Tore! Oh, und mitgeholfen beim 6. Tor. Boah. Das war gut. Hunter, du machst das klasse. Gib nicht auf. Schönen Dank, Mr. Butler. Fühlt sich gut an, wie ich momentan spiele. Ja, ich seh's. Streng dich weiter so an, dann wüsste ich keinen Grund, warum es nicht so bleibt. Wir kommen zurück zu aussagelosen Zwischensequenzen. 17. Wir sind in der Tabelle nicht hoch, die anderen haben auch alle gewonnen. Boah, aber wir sind auf 2 Punkte an Tottenham ran. Nice. Ey, wir können es noch in die Champions League-Plätze schaffen. Boah, das wäre echt geil. Da brauchen wir nur einen Sieg, den Tottenham nicht hat. Und wir schaffen es in die Champions League-Spiele. In die Champions League-Plätze. Boah, Junge, Liverpool ist immer noch auf 11. Ei. Ich glaube, Arsenal holen wir nicht mehr. Das ist höchst unrealistisch, aber... Naja, egal. Ich würde an dieser Stelle sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.